Das ist George Raymond Richard Martin. Man nennt ihn auch den amerikanischen J.R.R. Tolkien. Dass diese Autoren immer solche komischen Doppelnamen haben müssen, ist doch sehr mysteriös. Martin hat dieses Buch geschrieben und damit den Anstoß für eine Serie gegeben, die zu einer der besten Serien überhaupt werden kann. Viel Spaß also bei meiner persönlichen Sicht auf Game of Thrones. Heute sterben wir, Brüder. Wir werden sterben, blutend aus 100 Wunden, mit Pfeilen in unseren Nacken und Speeren in unseren Bäuchen. Doch unser Kriegsruf wird noch in der Ewigkeit widerhallen. Man wird noch so lange von der Schlacht um Winterfell singen, bis die Eiseninseln im Meer versunken sind. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wird wissen, wer wir waren und wie lange wir durchhielten. Agar und Gelmar, Vex und Olsen, Stieg und Schwarzer Lorn. Die Krieger der Eiseninseln werden unsere Namen ausrufen, wenn sie die Küsten von Seegard und Schönburg erstürmen. Ja! Mütter werden ihre Söhne nach uns benennen. Ja! Frauen werden an uns denken, wenn ihre Liebhaber es ihnen besorgen. Ja! Und der, der diesen verdammten Hornbläser umbringt, bekommt ein Bronzedenkmal an der Küste von Pike. Ja! Was Totes kann niemals sterben! Was Totes kann niemals sterben! Ja! Ich dachte schon, der hält nie sein Maul. Für diejenigen unter euch, die noch nie etwas von Game of Thrones gehört haben, versuche ich mal die Serien so leicht wie möglich zu beschreiben. Game of Thrones ist eine Mischung aus Herr der Ringe und Dr. Sommer. Manche Szenen sind wirklich etwas freizügig und da sitzt man wirklich manchmal da und denkt sich so, ja, ist ganz nett. Aber müssen sie das wirklich zeigen? Die ersten beiden Staffeln sind ab 16, doch trotzdem sieht man ab und zu mal einen Kopf abfallen. Da in Deutschland die USK-Freigabe sehr stark genormt ist, wundert es mich doch ein wenig, dass die Serie nicht ab 18 ist. Ich will mich auf keinen Fall beschweren, aber die beiden The Expendables-Filme sind ab 18 und da spritzt viel weniger Blut. Generell sind die ersten beiden Staffeln gar nicht so extrem actionhaltig und mit Spezialeffekten sieht es genauso aus. Aber wenn dann doch mal ein bisschen mehr Action ist, wird man auf gar keinen Fall enttäuscht. Zunächst sollten ja aus den Büchern bloß ein paar Filme entstehen, doch dann hat sich Martin eingeschaltet und er meinte, dass in diesen Büchern so viele Details stecken, die man hätte gar nicht in ein paar Filme stecken können. Derzeit gibt es 10 Bücher aus der Reihe, die Reihe nennt sich im Übrigen nicht Game of Thrones, sondern das Lied von Eis und Feuer. Und bis jetzt war es so, dass jedes Buch eine Staffel darstellt aus der Serie. Im Moment gibt es 2 Staffeln von Game of Thrones und die dritte kommt Ende März raus. Der Cast von Game of Thrones besteht größtenteils aus unbekannten Schauspielern, von denen vorher noch nie jemand was gehört hat, aber die meiner Meinung nach sehr großes Talent haben. Es ist zwar eine amerikanische Produktion, trotzdem kommen die meisten Schauspieler aus Großbritannien oder Irland. Und sogar ein paar große Schauspieler sind dabei, wie zum Beispiel Sean Bean, den ihr vielleicht noch aus Herr der Ringe als Boromir kennt. In Game of Thrones habe ich 3 Lieblingscharaktere. Zum einen Jon Snow. Er ist der Bastard von Winterfell und muss sich deshalb seinen eigenen Weg suchen. Er kommt dabei an der Mauer vorbei, schließt sich der Nachtwache an und... Ach, ich will nicht zu viel spoilern. Dann Tyrion Lannister. Trotz der Tatsache, dass er kleinwüchsig ist, strahlt er trotzdem so viel Stolz und Macht aus. Außerdem haut er immer wieder einen coolen Spruch raus und ist der einzige aus seiner Familie, der wenigstens noch ein bisschen errat. Und als letztes Daenerys Targaryen. Sie wird auch Mutter der Drachen genannt und ich glaube, das sagt schon alles. Aber was begeistert denn überhaupt so viele an der Serie? Ich persönlich war ja schon nach den ersten 10 Minuten von Staffel 1 total fasziniert. In den ersten beiden Staffeln geht es größtenteils um Intrigen und Macht. Das ist so saugut umgesetzt, dass man nach einer Weile vergisst, dass das eigentlich eine Fantasy-Serie ist. Und wenn da noch ein bisschen Action mit einsetzt, dann ist man total gefesselt. Was mich an dieser Serie so fasziniert, sind nicht nur diese Kampf- und Schlachtszenen, sondern auch mal diese Szenen, die unglaublich gut gemacht und sowas von episch sind, dass man sich glatt hineinversetzt fühlt. Und für all diejenigen, die jetzt noch nicht so ganz von Game of Thrones überzeugt sind, kommt hier nun eine dieser epischen Szenen. Viel Spaß! Ich dachte, wir wären hier im Norden, um Wildlinge zu finden. Das von einer Ziege? Vom Elch. Menschen sollten nirgendwo leben, wo man Scheiße verbrennen muss, um sich zu wärmen. Ja, wenn du einen Baum siehst, sag Bescheid.
Wenn man es sich recht überlegt, ist das, was Goldie so unglaublich interessant macht. Bring mich um, bitte. Nein, wirklich. Was ich an ihr so interessant finde, ist, dass sie nach allem, was Custer ihr angetan hat, immer noch hofft, ihr Leben könnte besser werden. Was du an Goldie so interessant findest, ist, dass sie 6 Worte zu dir gesagt hat. Und weißt du, was ich an dir so interessant finde? Nichts, absolut nichts. John und Halbhand, sie kommen zurück? Kornstöße bedeuten Wildlänge. Du kämpfst nicht allein gegen sie. Kommt mit. Hornstöße? Lauf! Wartet! Wartet auf mich! So, ich hoffe, ich konnte euch Game of Thrones ein bisschen näher bringen. Wenn euch Herr der Ringe gefallen hat, dann ist diese Serie ein Muss für euch. Und dann möchte ich mal gerne eure Meinung über Game of Thrones wissen. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr die Serie vorher schon gekannt habt oder was euch so fasziniert oder eben nicht fasziniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, oder ihr jetzt sogar Gefallen an der Serie gefunden habt, dann lasst es mich doch in Form eines Daumens wissen. Ich sage jetzt Tschüss, mögen sowohl die neuen als auch die alten Götter mit euch sein und bis zum nächsten Video.